So, Sabine hatte gefragt gestern bei mir in den Kommentaren, wie sie von einem alten Bauernschrank, da gibt es so Blumenornamente und so Wellen sind eingearbeitet. Das hat man damals halt auch gerne gemacht. Und sie hat gefragt, wie man das am besten abheizen kann, in diesen Ritzen. So, und da bietet die Natur erstaunlicherweise wirklich sehr viel. Das braucht man sich alles nicht zu kaufen. Ah, da haben wir doch schon was. So, diesen hier, den habe ich gesucht. Damit kann man das wunderbar machen und das zeige ich euch, wie das geht. So, hier habe ich einmal das komplette Besteck für schwierige Stellen beim Abbeizen. Wenn ihr zum Beispiel einen Bauernschrank habt, ein Barockmöbel, wo viele Verzierungen sind, Art Deko, gibt es so in den schmalen Leisten oftmals, wie hier in diesen Dübel, so Riefen, so Rillen wurden dort eingearbeitet. Und das sind natürlich Ecken, da kommt man kaum rein. Und das ist das Besteck dafür, wo ihr in allen Schnörkelecken und so weiter reinkommt. Das hier ist das absolute Allround-Mittel. Wenn ihr was Größeres habt, so oder so, definitiv. Wenn ihr was Kleines habt mit ein paar kleinen Verschnörkelungen, kleines Möbel, dann reicht auch dies hier vollkommen aus. Das ist ebenso wichtig. Ein Stecheisen, ein scharfes, sehr wichtig, nicht zu unterschätzen. Dort könnt ihr in den letzten Kanten noch einmal ganz vorsichtig mit dem scharfen Stecheisen einmal reingehen und die Kanten ausarbeiten. Und dann alles, was rund ist. Deswegen habe ich draußen auch gerade hier dieses Stöckchen hier gesucht. Das könnt ihr euch dann einfach abschneiden. Das geht jedes tote Stück Holz funktioniert, solange es nicht morsch geworden ist. Könnt ihr ein bisschen dünner machen, könnt ihr ein bisschen dicker machen. Letztendlich ist es nichts anderes wie ein Holzdübel, den ihr auch nehmen könnt, indem man hier Schleifpapier rumwickelt und dann die Kanten ausarbeitet. Es geht aber auch alles andere, was rund ist. Also man muss einmal auch so um die Ecke denken. Also ein wirklich vollkommen handelsüblicher, normaler Bohrer geht auch. Oder alles andere, was rund ist, funktioniert auch. Mit dieser Ecke hier von der Schleifmaschine, von einer Dreieckschleife, das ist wirklich vollkommen egal jetzt, von welcher Marke das ist. Mit dieser Ecke hier kann man unglaublich gut alles abarbeiten. Und es ist weich genug, um auch Rundungen, tiefliegende Rundungen auszuarbeiten. Ich habe hier mal die Schmiege geholt, da kann man das vielleicht mal ein bisschen besser erklären hier. Na, wenn ich jetzt hier einmal das Schleifpapier drumherum gewickelt habe, ich wickel das jetzt hier einmal rum, dann kann ich hier wunderbar mit dem Schleifpapier diese Hohlkehle einmal ausarbeiten und die Lackreste hier rausholen. So, dann, was auch nicht fehlen darf, logischerweise, das sind die Ziehklingen. Da hat man hier eine Spanhalsziehklinge, mit der man die Rundungen dementsprechend, wie groß eine Rundung ist, auch größere Hohlkehlen halt ausarbeiten kann. Allerdings, seht ihr ja selbst, ist sie auch nur begrenzt einsetzbar. So, und dann haben wir natürlich die Flächenziehklinge. Das habt ihr ja dann auch in meinen Videos eventuell schon gesehen. So, ein weiterer Trick, der wirklich wichtig ist, wenn ihr jetzt hier so eine scharfe Kante habt, dann ist die Ziehklinge perfekt dafür geeignet, indem ihr das Schleifpapier scharf drumherum wickelt und dann einmal die Ecke fein ausarbeitet. Wunderbar. Das geht wirklich wunderbar so. Unterschätzt das nicht. So, das ist im Grunde genommen, sage ich mal, das Problembesteck eines Tischlers, wenn es um Schnörkel und um Kanten, Ecken, Vertiefungen und so weiter und so fort geht. So, ich bin gerade noch am Überlegen, gibt es sonst noch irgendwas? Eines gibt es vielleicht noch. Dass ihr, wenn ihr solche ungeraden Möbel habt und dort Rundungen drin sind, da tragt ihr auch ganz normal den Abbeizer auf. Das löst sich ja auch aus dieser Rundung. Dann kriegt ihr es leichter raus.
Da würde ich dann aber auch nicht mehr mit Gewalt irgendwie versuchen, das da rauszukratzen aus so einer Rundung. Damit macht ihr nachher mehr kaputt, als nachher ihr die Farbe runterholt. Ganz normal Abbeizer auftragen, vielleicht vorsichtig mit der Schwanenhalsklinge einmal so rüberziehen oder so rauskratzen, wenn das geht. Oder wenn ihr so eine Fuge habt, einmal mit der Spitze der Ziehklinge einmal so runterzieht. Das reicht dann aber auch. Den Rest arbeitet ihr dann mit einem Schleifpapier aus. So, ich hoffe, Sabine, ich konnte dir ein Stückchen damit helfen, ein paar Ideen zu geben. Und ja, viel Spaß mit deinem Bauernschrank. Ich habe es ja schon geschrieben, ich bin schon so ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also so einen alten Bauernschrank ist schon was Cooles. Mal gucken, vielleicht fällt mir irgendwann mal einer in die Hände. Mal schauen. Also auf jeden Fall viel Erfolg dir und euch allen auch alles Gute und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss.